Laut Statistik hat jeder zehnte Deutsche Typ 2 Diabetes. 44% der Frauen und 60% der Männer sind übergewichtig. Todesursache Nummer 1 in Deutschland: Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Fakt ist, dass der Zuckerkonsum in Deutschland stetig zunimmt. Ein Konsum von über 100 Gramm Zucker pro Kopf und Tag ist der Durchschnitt und leider keine Seltenheit. Schlechte Blutfettwerte, erhöhter Blutzucker, alarmierende Insulinwerte und Übergewicht sind nur einige der vielen unvermeidlichen Folgen. Doch welche Zuckeralternativen gibt es? Ich stelle dir in diesem Video 6 Süßungsmittel vor, die den Verzicht auf weißen Haushaltszucker problemlos möglich machen. Am Ende des Videos verrate ich dir in meinem Bonustipp 3 Zuckerbomben, die du ab sofort unbedingt meiden solltest. Süßungsmittel 1: Birkenzucker. Birkenzucker, auch Xylit genannt, ist zum Verwechseln ähnlich mit normalem Haushaltszucker. Es sind kleine, weiße Kristalle, süß im Geschmack. Der große Unterschied: Xylit hat nur halb so viele Kalorien. Ein weiterer Vorteil: Birkenzucker ist nicht schädlich für die Zähne, weil er keine Karies verursacht. Und zu guter Letzt: Birkenzucker lässt den Blutzuckerspiegel nach dem Verzehr nicht so stark ansteigen. Wichtig zu wissen: Birkenzucker ist giftig für einige Tiere, dazu zählen Hunde und Katzen. Also Vorsicht bei diesen Tierarten. Süßungsmittel 2: Kokosblütenzucker. Hast du schon einmal Kokosblütenzucker ausprobiert? Wenn du auf den klassischen Haushaltszucker verzichten möchtest, ist Kokosblütenzucker ein Muss für die Küche. Kokosblütenzucker hat nicht nur eine starke Süßkraft, sondern enthält auch noch viele gesunde Mineralien, wie beispielsweise Eisen, Zink und Magnesium. Kokosblütenzucker wird nur langsam im Körper abgebaut, was anders ist als beim Haushaltszucker, zu keinem ruckartigen Anstieg des Blutzuckers führt. Süßungsmittel 3: Erythrit. Auch Erythrit ist ein erwähnenswerter Zuckerersatz. Er gilt als gesundheitlich unbedenklich und birgt einige Pluspunkte. Erythrit enthält so gut wie keine Kalorien, nur 0,2 Kilokalorien pro Gramm. Erythrit hat keine kariesfördernden Eigenschaften und soll sogar antioxidative Eigenschaften besitzen. Für Diabetiker besonders interessant: auch Erythrit hat keinen Einfluss auf den Insulinspiegel. Süßungsmittel 4: Stevia. Die einen mögen die Süße von Stevia, die anderen finden den bitteren Nachgeschmack als unangenehm. Fest steht, dass diese Alternative für den herkömmlichen Kristallzucker eingesetzt werden kann. Stevia ist zahnfreundlich und kann auch von Diabetikern konsumiert werden. Die Zuckeralternative enthält im Vergleich zu anderen Zuckerersatzprodukten keine gesunden Inhaltsstoffe, punktet aber dafür mit viel Süße. Süßungsmittel 5: Honig. Honig gehört wohl zu den ältesten Süßungsmitteln der Welt. Zu Recht, denn Honig ist süß und besitzt gleichzeitig viele positive Eigenschaften. Honig ist entzündungshemmend, wirkt antibakteriell und desinfizierend. Speziell in Kombination mit Ingwer kann Honig als natürlicher Schutzschild gegen Erkältungen eingesetzt werden. Die Kehrseite der Medaille: Honig kann den Appetit anregen und ist kariesfördernd. Er enthält allerdings weniger Kalorien als Haushaltszucker. Süßungsmittel 6: Agavendicksaft. Wenn du es gerne süß und vegan magst, dann liegst du bei Agavendicksaft genau richtig. Agavendicksaft ist 1,2 mal süßer als Zucker und hat trotzdem weniger Kalorien. Der Blutzuckerspiegel steigt und fällt langsamer, Heißhungerattacken haben keine Chance. Agavendicksaft enthält gesundheitsfördernde sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralstoffe und wertvolle Vitamine. Bei zu hohem Konsum kann der hohe Fruchtzuckeranteil gesundheitsschädlich sein. Wenn Agavendicksaft, dann in Maßen konsumieren. Es bleibt die Frage offen, welche 3 Lebensmittel echte Zuckerbomben sind. Diese Antwort bekommst du jetzt in meinem Bonustipp. Zuckerbombe 1: Ketchup. Ob du es glaubst oder nicht, Ketchup ist süßer als Cola. Die Tomatensauce enthält 68 Gramm Zucker pro 300 Gramm. Das sind ganze 22 Zuckerwürfel. Zuckerbombe 2: Dosen Ananas. In einer Dose mit 570 Gramm Inhalt verstecken sich 88 Gramm Zucker.
Das sind sage und schreibe 30 Zuckerstücke. Zuckerbombe 3, Joghurtdressing. Du denkst, du isst gesunden Salat? Das würde wohl auch stimmen, wäre da nicht die kalorienreiche Salatsauce. In 50 Gramm Joghurtdressing stecken 5 Gramm Zucker. Das sind 15 Zuckerwürfel pro Flasche. Du willst mehr über das Thema Zucker erfahren? Dann lohnt sich ein Blick in mein Video, Zuckerfrei leben, Hype oder doch mehr. Welche alternativen Süßungsmittel kennst du? Sag es mir in den Kommentaren unten. Wenn dir meine Informationen geholfen haben, freue ich mich über ein Like. Gerne kannst du mein Video auch mit deinen Freunden teilen. Bevor es zum nächsten Video geht, hast du die Möglichkeit, den Abonnieren-Knopf zu drücken. So wirst du automatisch informiert, sobald ein neues Vitalschnabel-Video online geht. Viel Gesundheit und bis bald. Deine Caro von Vitalschnabel.